Lebt wohl. Say what? Eine Schande ist das. Loyale Freunde werden zu entwürdigten Toten. Ja, wie? Ich dachte, ich kämpfe jetzt gegen den, aber der verdünnisiert sich einfach. Finger weg. Ich bin es echt nicht mal gewohnt, irgendwelche Hotkeys zu benutzen. Oh Gott. Mit meinem Bogenschützen war das einfacher. Was ist das jetzt hier? Oh, bam. Das hat keinen Schaden gemacht. Yeah. Dieser Typ ist verdammt standhaft. Komm schon. Stirb, stirb. Yes. Ein Alpha-Schatten-Albtraumhund oder was auch immer das war. So gefährlich. So, und wenn wir eine Quest beendet haben, müssen wir auch nicht direkt zum Anlauf? Zum Ausgang des Gebietes laufen. Oh, ein Bossmonster. Gleich mal mithelfen. Ach ja, ich liebe sowas. Das ist die Sache, die ich wirklich an Guild Wars liebe, weil dadurch können wir einfach... Man kann so schön an Quests mitmachen. Und spontan irgendwo einsteigen. Boom, Moskito-Ding, Goldmedaille, nice. Und seht euch an, wie viel Erfahrung ich bekommen habe. Einfach nur dadurch, dass wir gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und in dem Sinne ist Guild Wars wirklich eine ganze Ecke besser als andere MMOs, die ich bisher hatte, weil man einfach so von Event zu Event, von Quest zu Quest wird man immer weitergeführt. Ich hätte mich eigentlich auch gleich hierhin teleportieren können, fällt mir gerade auf. Ja, geben wir ruhig Geld aus, was soll's. Wir haben ja genug von dem Zeug. Aber ein Fazit werde ich euch gleich geben, wenn wir mit meinem Bogenschützen, wie gesagt, nochmal ein bisschen spielen werden und ich euch das zeige. Dann werde ich mir für euch etwas zurechtlegen, beziehungsweise ich habe eigentlich schon eine ausgereiftere Meinung zu diesem Spiel als zu Beginn des Let's Plays. Da war es ja gerade frisch draußen und ich glaube, ich habe am Tag, als es released wurde oder nur ein, zwei Tage später, habe ich schon mit dem Let's Play hier angefangen. Da habe ich mich eigentlich relativ beeilt, weil ich natürlich so aktuell für euch sein wollte wie nur möglich und euch relativ schnell einen frischen Einblick zeigen wollte. Aber wie sich herausgestellt hat und wie wir ja alle festgestellt haben, habt ihr nicht so großes Interesse gehabt, obwohl es eigentlich relativ neu war. Ich glaube, wir müssen nach unten, jawohl, mit diesem Aufzug da fahren, der nicht wirklich ein Aufzug ist. Der wird uns hier gerade so schön markiert. Ach so, das, was ich gerade eben eingesammelt habe. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das von Anfang an, als das Spiel released wurde, ob es da das schon gab. Oder ich wollte gerade sagen, obwohl, schauen wir uns kurz mal diese Animation an, weil ich sie eigentlich gerade unterbrechen wollte. Bei mir überschlagen sich die Sätze einer nach dem anderen. Genau, was wollte ich sagen? Dieser Sprintzauber, dadurch, dass wir jetzt, durch den wir jetzt schneller laufen können. Ich weiß nicht, ob es das schon von Anfang an bei Release gab, aber ich glaube, der ist neu. Und hier sind jetzt zum Beispiel das so Nektarblüten, was ich auch wieder schön kreativ finde. Bei anderen Völkern ist das einfach nur eine Person, die einem diesen Buff geben kann. Und wenn ihr euch diesen Buff nehmt, dann, wie ihr sehen könnt, lauft ihr schneller, aber nur im Stadtbereich. Das finde ich sehr schön, um einfach, gut, hier steht das diesmal nicht dabei, aber der andere, den ich damals mal hatte, war nur auf den Stadtbereich bezogen. Und genau das finde ich so wundervoll. Dass man einfach so Optionen hat, schneller durch Gebiete vorwärts zu kommen. Vor allem durch die Städte, wenn man eigentlich nur schnell was erledigen will und nicht die ganze Zeit sich im Kreis drehen muss. Beziehungsweise minutenlang nur am Laufen ist. Kleiner Dialog. Keith, ich brauche eure Hilfe. Gavin, dieser Jäger, der mir geholfen hat, den weißen Hirsch zu jagen, hat mich hintergangen. Ich verstehe nicht, was er getan hat. Er sagte irgendwas, dass der weiße Hirsch als Waffe tauge und dass Ventaris Tafel das Böse sei.
Er meinte, er sei ein Mitglied des Albtraumhofs. Des Albtraumhofs? Daunenplage, es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Die glauben, dass Ventaris Tafel den Baum von der ursprünglichen Natur des Traums entfremdet hat. Sie verehren Schmerz und Finsternis. Und sie behaupten, dass Ventaris Lehren die Silvari verdorben haben. Sie und den blassen Baum. Uns verdorben? Sehen die denn nicht, dass sie es sind, die zu Gift verwandelt wurden? Sie glauben ihre eigenen Lügen. Kommt, wir müssen herausfinden, wo der Hof den weißen Hirsch gefangen hält. Ja, schon. Aber wie? Die Nachricht von einem solchen Fang wird sich wie ein Lauffeuer unter den Höflingen verbreitet haben. Wir gehen zu Arons Hain und spionieren dem Hof hinterher. Dort rekrutieren sie oft neue Mitglieder. Aber wir müssen subtil vorgehen, sonst fliehen sie, ohne uns etwas zu verraten. Trefft mich dort, dann arbeiten wir einen Plan aus. Okay, auf zum Hof, einen Plan ausarbeiten, wie wir an die ganzen Sachen wieder zurück rankommen. Hier haben wir jetzt das erste der Werkzeuge zur Auswahl. Ich entscheide mich einfach mal für die Sichel. Und dann können wir gerade, Moment, das Inventar war hier, ausrüsten. Ach, wir haben sogar schon mal einen Beutel gefunden, stimmt. Ich weiß noch, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. So, Sichel, ach, präziser Stab, wann haben wir den denn eingesammelt? Der ist sogar zweihändig. 9 Präzision, bla bla. Oh, jetzt muss ich das wieder vergleichen. Gucken wir einfach hier. Schaden. Hier haben wir nur... Ach nee, Angriff. Da, ich dachte gerade eben, das wäre die Kraft. Nein, hier Waffenschaden 139, 204. Wenn wir dieses Ding ausrüsten, 227. Eine ganze Ecke besser und 5 Präzision, 4 Kraft. Und stattdessen haben wir jetzt 9 Präzision. Also insgesamt haben wir noch im Schnitt den gleichen Wert. Eine kleine andere Sache, die es auch noch gibt, auch für das Handwerk, das habe ich, glaube ich, euch noch nicht gezeigt, weil wir jetzt gerade erst in einer der Quests das eingesammelt haben. Das Wiederverwertungskit, davon gibt es mehrere Stufen. Und damit können wir so Gegenstände, wo zum Beispiel hier, also so Schwerter, normale Waffen, können wir wiederverwerten und zum Beispiel Kupfer daraus gewinnen. Und genauso sehr wie zerrissenes Stoffhemd, also Ausrüstung geht immer. Das sind hier schon bereits Handwerksmaterialien. Muss ich gerade hier echt mal gucken, weil das sieht so aus, als ob wir Sachen hier schon mal verarbeitet hätten. Weil wir hier so viele Reste haben. Ach, seht ihr, hier ist sogar ein anderes Wiederverwertungskit, also haben wir das tatsächlich schon mal benutzt. Aber was ich mittlerweile herausgefunden habe, weil ich sehe gerade, wir haben hier so viele Sachen zum Craften, was ich damals euch nicht gezeigt habe, dass es geht. Unter Optionen könnt ihr einfach alle Sammelgegenstände lagern und damit landen einfach eiskalt alle Sachen, die ihr bisher eingesammelt habt. Also die zu Handwerksgegenständen gehören, in eurem Bankfach. Das ist nämlich ganz praktisch, dann müsst ihr nicht ständig zurück in die Stadt rennen. Das ist auch noch einer der Vorteile im Vergleich zu anderen MMOs, wie ich finde, weil die Sache mit dem Inventarmanagement finde ich es zwar ganz nett in Rollenspielen und in RPGs, wie zum Beispiel Oblivion oder anderen schönen Dingen, aber bei sowas ist das immer so eine Sache. Moment, reisen wir einfach von hier nach oben. Denn bei MMOs will ich eigentlich, zumindest wenn ich privat zocke, eher effizient spielen. Also ich will nicht unbedingt Ewigkeiten im Kreis rumeiern, jede halbe Stunde mein Inventar ausräumen gehen und... weil gerade MMOs sind Spiele, die davon leben, dass die Spieler relativ großes Zeitinvestment darin haben. Investment, habe ich gesagt, oder? Investment. Und ja. Ach Mist, ist das hier eine riesige Felswand, wo ich nicht hochkomme? Sieht fast danach aus. Wir müssen da über die Brücke, die wir hier oben sehen. Ja, meine Freunde, aber ich glaube, ich habe so das gezeigt, was ich auf jeden Fall als Einstieg für Guild Wars 2 euch zeigen wollte. Nämlich eine ganze Ecke mehr der Storyline. Und nicht nur das, sondern auch viele bestimmte Grundmechaniken erklären, wie das Spiel funktioniert, wie es ungefähr aufgebaut ist, dass ihr euch einfach ein besseres Bild davon machen könnt.
Und ich denke, das sollte eigentlich geschafft worden sein. Ich habe mir noch einen Speer. Ich weiß nicht, ob ich bisher erklärt habe, wofür es gut ist, mit einem Speer zu reden. Aber Speer können diese Aufträge, die in diesen Herzen gekennzeichnet sind, die Aufträge, die ihr bekommt, wenn ihr allein schon reinlauft, die zeigen immer in einem bestimmten Gebiet, meistens auch im nächsten Gebiet, die Aufträge, die ihr euch holen könnt. Auf euren Reisen werdet ihr viele Abenteuer erleben. Aber vergesst nicht, woher ihr stammt. Das Herz aller Kulturen sind Landwirtschaft und Handel. Daher dienen die Silvari der Ockham-Wildnis dem Hain als Versorger. Sei es als Sammler am Ufer oder als Landwirte im Herzen des Urwalds. Ganz genau. Diese Herzen da werden nämlich nicht immer von Anfang an auf der Karte gekennzeichnet, sondern man muss erstmal mit seinem Speer sprechen und dann werden sie aufgedeckt. So, die Hauptquest ist jetzt wieder Stufe 6. Ich bin gerade Stufe 6, aber ich sehe schon, dass ich fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen habe und ich wollte ganz genau eine Dreiviertelstunde jetzt aufnehmen, dass wir 3 Episoden haben. Damit sollten wir jetzt auf Episode 9 kommen mit diesem Let's Play. Und dann werde ich gleich nochmal so eine Viertelstunde oder wie auch immer, wie lang auch immer das braucht, meinen Bogenschützen zeigen. Und dann hätten wir runde 10 Episoden. Das war nämlich mein erstes Ziel jetzt mit diesem Let's Play, da ich gesehen habe, oh, okay, das kommt jetzt nicht so gut für euch an. Und ja, das gefällt euch nicht so sehr. Kommt nicht so gut für euch an. Das klingt irgendwie total krumm und ist wahrscheinlich absolut falsch. Gott, schenken die mir ein! Hilfe, ich bin ein Magier, ich kann nichts! Ach, und ihr seht, weil wir einen Zweihandstab anhaben, sind unsere Angriffe anders. Hier, falls ihr darauf geachtet habt, ihr seht jetzt vielleicht, unsere ganzen Symbole in der Angriffsleiste haben sich verändert. Genauso sehr wie hier. Ich bin Sturm und Ozean. Genau. Ich greife mal noch jemanden an, dann könnt ihr gleich mal sehen, wie das jetzt aussieht. Jetzt greifen wir nicht mehr mit so 3 Eiszapfen an, sondern nur noch mit so einem einzigen, beziehungsweise Wasserball oder was auch immer es ist. Und was auch sehr wichtig ist, wenn ihr eine neue Waffe habt und nochmal von vorne anfangt zu trainieren, diese Waffe, dann macht ihr auch weniger Schaden als sonst. Ihr merkt ja, dass es deutlich langsamer vorangeht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Eisdorn. Ach, steht sogar dabei. 50% freigeschaltet. Und bei den ganzen anderen Elementen... Ich kanalisiere die Kraft des Windes! Wir haben es begriffen. Oh, und wir haben sogar mittlerweile die Erdeinstimmung. Das könnte ich euch eigentlich auch noch zeigen, weil bis jetzt haben wir ja zu den Erdzaubern bis jetzt eigentlich noch gar nichts gehabt. Und wahrscheinlich werden wir auch in diesem Let's Play nichts mehr zeigen können. Außer die Guild Wars-Folgen natürlich kommen bei euch super geil an. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Falls ihr jetzt ganz begeistert alle Daumen nach oben und viele Views und... Oh mein Gott, Stone, mach unbedingt weiter damit, ich will mehr wissen. Zeigt uns mehr Guild Wars, dieses Spiel ist so hübsch. Und sie steht eine ganze Ecke stylischer da mit dem Zweihandstab. Hallo, das ist mein Zweihandstab. Guck mal. Ich habe Ringe, Stein, Felsen, Steinchen und meine Hände schwirren. Das ist total modisch und im Trend. Ich kanalisiere die Kraft des Feuers. Und wie man hört, habe ich die Stimme nicht gerade sehr gut getroffen. Denn diese Dame schreit immer ein bisschen hysterisch. Aber na gut, hier geht's weiter mit der Story. Das will ich nicht unbedingt jetzt gerade noch anfangen. Da wir perfekt eigentlich die 45-Minuten-Marke erreicht haben. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen weniger. Und ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen mit dem Zweihandstab, dass ich da in diesem Fall... Oh mein Gott, er kann sich unsichtbar machen! Hallo? Ich sehe dich. Oh Gott, the damage! Help! Ja, aber ja, wie ihr seht, Moment. Vorhin nach einem Gegner 50% Lavafontäne. Also ihr könnt schon sehen... Oh! Ach, das ist so ein Überzeitzauber. Wir können ja auch mal testen, ob wir irgendwie mit der Lavafontäne den mal aus seinem Versteck rauslocken können. Ja, so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das konkret was gebracht hat, aber gut, egal. Gut. Das war das. Ihr habt gesehen, wie sich das Kampfsystem ändert, nachdem wir die Waffe gewechselt haben. Wir haben ein bisschen mehr Story erfahren. Ich habe euch nochmal kurz gezeigt, wie das mit den Fertigkeiten funktioniert.
Die Eigenschaften, auf die wir jetzt gerade gar nicht zugreifen können, die gibt es, glaube ich, erst ab Stufe 10. Also da wären wir jetzt erst recht nicht dazu gekommen mit diesem Charakter. Aber deswegen werde ich euch gleich den anderen Charakter zeigen. Und ihr könnt sehen, das habe ich euch, glaube ich, aber auch schon gezeigt, dass man mit Dolch, Zepter, jetzt haben wir gerade Stab, da werden die Sachen gerade frisch freigeschaltet. Und dass man mit allen möglichen anderen Waffen Sachen freischalten kann, je nach Element. Das war's aber vorerst, oder vielleicht auch endgültig, zu unserer Silvari. Da wir uns aber gleich wiedersehen, werde ich jetzt den Abschied mit der Silvari relativ kurz und knackig halten. Freut mich, dass ihr dabei wart mit unserem Baummenschen. Silvari klingt hübscher. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder mit meinem Bogenschützen. Und dann werde ich einen Schlussstrich ziehen, vielleicht auch nur einen vorzeitigen Schlussstrich. Und ein Fazit ziehen über Guild Wars 2. Also, bis gleich, wir sehen uns beim nächsten Video.